Herzlich willkommen zurück zu Dark Souls. Ja, letztes Mal haben wir hier beim Schmied ein bisschen, ja, ein paar Pfeile noch gekauft. Wenn jetzt auch nicht viel. Ich würde gern mehr von den Pfeilen haben, wenn ich ehrlich bin. Oder... Ach nee, komm. Die werden schon ausreichen. Ich habe ja noch von den anderen, habe ich ja auch noch. Machen zwar dann weniger Schaden, aber zur Not habe ich ja von den anderen auch noch. So. Hier weiß ich jetzt, dass gewisse... Ja, da hinten sieht man sie schon. So. Ah, ganz gut geklappt. Die mache ich, glaube ich, alle mal damit. Und guckt mal, wie viele Räder da rumliegen. Da kommt das nächste. So. Ihr wisst ja, die hatten wir ja schon mal irgendwo. Und ich glaube... Da oben liegt noch ein Item. Aber da kommt man gar nicht ran, ne? Ich gehe erstmal da hinten hin. Da sehe ich nämlich noch ein Rad. Oh, und noch eins. Komm, dreh um. Dreh um, du Rad. War hinter mir jetzt auch noch eins gewesen? Ja, hier gibt es sehr viele von den Rädern. Komm, komm, komm her. Bloß gut, dass die auch fast One-Hits sind. Ich glaube, um an den Item zu kommen, muss man da lang gehen, wo ich euch gesagt habe, wo man da runterspringen muss. Gleich bei der ersten Brücke. So, kommen jetzt noch mehr. Da hinten sind noch zwei so eine... Ah, na gut, das war jetzt Verschwendung. Komm. Doppel. Oh, hier ist ja noch einer. Und noch einer. Da oben kommt noch einer. Uiuiui. Komm, hör auf. Am besten mal vorbeirennen. Junge, Junge, Junge. So, aber ich weiß, hier gibt es, glaube ich, noch einen Ritter. Irgendwo da oben steht er. Seht ihr den? Könnte ich den vielleicht wieder mal mit Bogen anlocken? So weit nach tatsächlich. Der schießt so weit nach rechts. Na komm. Jetzt backt er da. Das ist zum Vorteil für mich, glaube ich, wenn er jetzt hier nicht runterspringen kann. Aber jetzt kommt er, weil der hat, glaube ich, noch ein Item bei sich. Was ich gerne hätte. Einen weißen Brocken. Aha. Ja, an dem Item war, glaube ich, genauso. Da muss man einen anderen Weg gehen. Ich nehme mal jetzt aber ein Dings. So, ich weiß jetzt gar nicht. Oh, ich höre hier wieder irgendwo die Räder. Kann man hier durch? Ne, hier kann man nicht durch. Gehen erstmal hier hin. Uiuiui. Hier höre ich aber was. Ah. Und hier haben wir gleich den Zauberer noch dazu. So. Ich
weiß jetzt gar nicht, ging das jetzt hier weiter oder? Ich glaube, das war optional. Hier ging es hoch. Ja. Ich glaube, da kommen wir jetzt hin, wo der Ritter da oben gestanden hat. Genau, da können wir das Item noch holen, wenigstens. So, hier war ja nichts. Außer ein Skelett. Zwei. Die mal ganz schmeidig. Aber den Zauberer hatten wir ja unten schon getötet. Ich versuche gerade, mich zu überlegen. Ich überlege gerade, irgendwo war doch noch ein offener Sarg, wo man sich dann wohin teleportieren konnte. Aber wo war der nochmal? Nee. Ich glaube, da lag dann auch gar keiner drinne. Ich guck mal hier eben noch. Die Wand sieht hier aber normal, okay. Hier ist aber noch eine Treppe. Ich weiß auch, dass man sich hier durchbrechen kann bei den Schwarzen. Ich gehe aber nochmal eins höher. Weil hier muss ja irgendwo noch das mit dem Ritter sein, ne? Hier haben wir zum Beispiel noch eine Seele. Oh, wo geht's hier hin? Einmal die Runde, oder wie? Das ist jetzt hier keine, ne. Aber da kann man noch raus. Und hier stand der Ritter, glaube ich, oder? Wo bin ich jetzt? Moment mal, ich glaube, ich bin jetzt hier sogar, wo man sich, ne? Und da hinten müsste dann die Titanit-Kunde sein. Ne, da hinten. Da ist der Titanit-Kunde. Genau. Moment. Den, verpasse ich doch mal die Großen. Und ich glaube, hier ist auch der Sarg. Komm, visieren an. Visieren doch an. Der braucht bloß noch einen. Yay. Nicht mit mir, mein Freund. Titanit-Fangstab und noch eine Titanit-Scherbe. So, Waffe wieder wechseln. Ja, genau diesen Ort, Auge des Todes. Das ist, glaube ich, ein Online-Dings. So, und ich möchte sagen, dieser Sarg hier. Wir gehen nachher auch nochmal da vorne lang. Ich möchte aber sagen, dass dieser Sarg einen dahin bringt, wo der Endboss eigentlich ist. Und dann kann man, man muss eine Weile warten. Oder? War das nicht so gewesen? Täusche ich mich jetzt? Oder hätte ich das Titanit, Titanit-Dämon da leben lassen müssen? Nee, man muss tatsächlich eine Weile warten. Ich dachte jetzt schon, dass das nicht geht. Was war das denn jetzt? Da hat sich der Sarg erst geschlossen. Wir haben jetzt aber keinen Schaden genommen, oder? So, und jetzt kriegt er schon mal einen ersten Einblick, wo der Boss ist. Hier werden wir später dann den Boss bekämpfen müssen. Grabmal. So. Und das hat nämlich nur einen Grund. Ihr könnt hier hinten, an dem Sarg hier, könnt ihr ein Eid abschließen.
Den ich allerdings nicht machen werde. Ich glaube, was anderes gab es hier auch nicht. Und wenn, wenn es hier irgendwas gibt, dann haben sie das jetzt weggenommen. Das sieht man dann einfach nicht, wenn man auf die Weise... Ja, und aus dem großen Sarg hier kommt natürlich, kommt ja auch der, da ist der Endgegner. Smog, das Grab, beten. Ja, beten, aber ich werde kein Eid annehmen. Eid leisten. Nee, verlassen. Ja, hier könntet ihr dann den Eid leisten. Ich weiß nicht, ob euch das was hilft, wenn ihr gegen den dann kämpft letztendlich. Ich weiß es nicht. Aber glaubt mir, er ist nicht so klein, wie er da drin ist. Ich meine, gut, der Sarg ist ziemlich groß, aber er ist dann bedeutend größer, glaube ich. Und töten könnte ich ihn jetzt auch nicht. Aber gut, dass ich euch mal zeigen konnte. So, dann gehen wir wieder zurück zu unseren... zu unserem Sarg, der bedeutend kleiner ist. Ich glaube, ihr kriegt dann sogar eine Waffe von dem, wenn ihr dem Eid abschließt. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber... Obwohl ich eigentlich beim Spinneneid, Chaos-Spinneneid, bin ich eigentlich durch. Also eigentlich hätte ich jetzt auch den Eid eigentlich abschließen können. Vielleicht hätte mir das ja dann auch noch geholfen, wenn ich den bekämpfen muss. Dann ist er vielleicht nicht ganz so schwer oder so. Ah, ich weiß es halt nicht mehr, ne? Ich meine, und wenn, dann könnte ich ja bei der Chaos Lady ja den Eid wieder, ne? Kann den ja jederzeit dann wieder hingehen und nochmal abschließen. Ach, wisst ihr was? Ich werde den jetzt einfach mal abschließen. So, allerdings müssen wir jetzt wieder eine Weile warten. Komm schon, geh doch mal hin. Na los. Ah, und der Titanit-Dämon ist nicht mehr da. Schön. Los. Dü-lü-dü-dü. Hallo, bring mich nochmal runter. Danke. Kann man das überspringen? Kann man überspringen, alles klar. So, denn es könnte ja sein, dass wir dadurch einen Vorteil haben, wenn wir zu den, den Eid abschließen bei dem. Ich will auch mal wissen, was für eine Waffe ich kriege. Eid leisten. Ja, mache ich jetzt einfach mal. Und eine Trophäe kriege ich auch noch, seht ihr? Schwert des Grabesfürsten. Und noch ein Wunder kriegen wir dazu. Aha. Cool. Du hast Eid geleistet. Auge des Toten darbieten. Hatten wir da nicht schon mal sowas? Haben wir doch vorhin gerade gefunden, ne? Ich gebe denen mal die Dinger, die wir haben. Warum nicht? Was soll ich damit? Ah, anscheinend haben wir schon ein paar davon gefunden. Ah, fehlt. Jetzt haben wir keins mehr. Verlassen. Ja. Haben wir ja wenigstens. Die Waffe können wir uns ja mal angucken. Ich glaube sogar... Die ist oben bei dem Schwert da irgendwo, ne? Das war ja unser Drachenschwert. Mhm. Hier. Ja, 265, ne? Macht allerdings weniger... Ach nee! Wir müssten Stärke, müssten wir auf 24 haben, damit man es nutzen kann. Aber ansonsten, hallo. Übertrifft natürlich unsere Waffe jetzt... Nee, wir machen doch schon weit über 300 Schaden. Ach ja, weil es keine Magie hat und so. Aber ich glaube, hatte das nicht Feuer irgendwie... Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Oder kann man zur Feuerwaffe machen? Stimmt. Wenn man die Seele, die Bossseele von der
von der Spinne hier hat. Also die Seele, die wir benutzt haben, um diesen Stab hier. Nee, Quatsch. Wir hatten ja Schmetterling, genau. Nee, das ist dann die Seele vom... von der Spinne, glaube ich. Das würdet ihr aber dann beim Schmied sehen, ne? Falls ihr... Es gibt ja Let's Player, die gehen ganz zum Anfang gleich hierher. So, jetzt sind wir hier. Dann haben wir das auch mal gemacht. Ja, dann hätte ich vielleicht von der Katze den Eid, aber den kann ich ja jetzt nicht mal annehmen. Also muss ich das auf jeden Fall doch nochmal durchspielen. Weil ihr habt ja gesehen, hier kriegt man für jeden Eid eine Trophäe, aber erst wenn man den angenommen hat. So. Jetzt gucke ich mir nach hier. Von hier sind wir gekommen, ne? Ja, von hier sind wir gekommen. Wir gehen jetzt erstmal hier nochmal lang. Aber ich möchte sagen, dass das hier am Anfang ist. Was mich wiederum... Ja, ich habe zwar das eine Item noch nicht, aber... Was ist hier? Wir könnten jetzt von hier aus zu dem anderen Item kommen. Fällt mir gerade ein. Und ich glaube, wenn ich menschlich wäre, könnte ich mir hier auch noch Hilfe mitnehmen. Da unten sehe ich noch ein... Was war das gerade? Wer hat hier geschossen? Da liegt ein Item. Ja, dann kann ich doch nochmal da hochgehen und mir dann... Ja, sicher. Ui, das war, ging aber gerade noch gut so. So, hier haben wir nochmal eine Seele. Die müssten doch aber eigentlich tot sein, die Räder. Ach ne, hier ist einer. Hallo, was machst denn du hier? So, hier war aber noch ein Item, habe ich gesehen. Wenn wir jetzt hier runterspringen. Und ich glaube, der würde hier stehen, der NPC. So, ich versuche jetzt mal ganz langsam. Genau, so kommen wir nämlich auch an dem Item ran. Und kriegen einen Priesterhut, Robe, Handschuhe und Hose. Und Streitkolben. Ja, Streitkolben, das ist ja eindeutig Kleriker-Rüstung. Aber egal. So. Jetzt holen wir uns das Item da noch. Finde ich eigentlich ganz gut, weil ich hatte nämlich eigentlich keine Lust nochmal... weil wir kommen ja so auf eine Art nicht mehr zurück. Aber wäre man da oben dann noch woanders hingekommen? Nee, ne? Da war ja nur noch das gewesen. So, ich möchte nämlich das andere Item auch noch haben. Das müsste ich eigentlich kriegen, wenn ich... Ach, hier hat er zwei schwarze Löcher. So, wir sind dann da die Leiter nochmal hochgegangen. Ich guck mal, ob ich hier... Ja, hier war das. Hier kann ich nämlich nochmal reinspringen. Ja, und das andere Loch wäre dann hier gewesen, alles klar. Dann können wir nämlich das Item auch noch kriegen. Eine Seele immerhin. So, ja, und dann geht's hier, wo der Ritter gespackt hat, wieder runter. Haha. So, und jetzt müsste auch gleich Boss-Time sein. Oh, wir haben schon zweimal Menschlichkeit. Uiuiuiui. Da haben wir das Gebiet jetzt. Dann brauche ich doch nicht mehr hierher. Haben wir hier wirklich alles mitgenommen. Und wenn ich mich recht erinnere, müsste jetzt eine Nebelwand kommen. Ja. So, da werde ich aber... Ah, da habe ich nur noch einen. Ach, wisst ihr was? Dann nehme ich die hier. Die sind ja genauso gut. Ja, da muss man erst da reinspringen, genau. Kriegen wir auch. Und deswegen habe ich mich noch nicht geheilt, weil ich ja dann sowieso nochmal Damage-Schaden kriege.
Oder? Ja. Oder auch nicht. Aber bei dem Boss solltet ihr euch auch beeilen. Oder ich heile mich erstmal nicht. Ich glaube, ich habe jetzt gar keinen Damage gekriegt. Weil der kann sich verdoppeln oder vervierfachen sogar. Und dann müsst ihr immer den richtigen natürlich treffen. Drei Köpfe hat der. Masken. Ja, ich bin's doch nur, der Daniel. Ich mach nichts. So, ich hoffe mal. Ja, das ist der richtige und ihr seht schon. Das war's schon. Also, der ist jetzt nicht gerade schwer. Kunst des Entfachens. Das heißt, Menschlichkeit und Heimkehrknochen und eine Trophäe. Allerdings nur eine. Ja, gut, so einfach wie der war. Und wir kriegen Maske des Sprösslings. Ah, da bin ich ja mal gespannt, was die Maske bewirken kann. Denn jede Maske von denen, die man von dem kriegt, hat irgendeine Fähigkeit. Ja, die hat keine guten Werte jetzt. Diese Maske, die den einfältigen Sprösslingen gehört, erhöht das Tempo der Ausdauerregeneration ein wenig. Ja, von der Sache her gar nicht mal so schlecht. Eine der drei Masken des Feuerrades, der Nekromanten, der des Grabesfürsten macht Stahl und in den Katakomben herrscht. Jetzt ist die Frage, wie schnell das geht, ne? Können Sie ja mal anziehen. Und jetzt seht ihr auch hier so einen grünen. So, ich werde mal gucken. Ich werde mal jetzt rennen. Ein bisschen. Rennen, 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 rennen. Aber es geht. Oh ja, das geht sehr schnell wieder hoch. Oh, das gefällt mir. Ich glaube, ja, ich sehe jetzt, ja gut, vorher hat man mein Gesicht ja auch. Jetzt habe ich wenigstens wieder ein Gesicht. Seht ihr? So, hier gibt es dann, glaube ich, nichts weiter hier in den Büchern und so. Ah, mir fällt aber gerade ein, ich muss, und hier habe ich beim ersten Mal spielen, habe ich denn gesucht, wo es hier. Ich habe hier nicht diese gesehen, dass man hier hochklettern kann. Ich habe gedacht, was soll denn das? Ich habe so gemeckert auf den Entwickler. Oh nee, da musste ich mir dann echt erst ein Video angucken, wie ich hier rauskomme. Ich habe es echt nicht gewusst. Und war da nicht da oben noch? Ach nee, es war eins höher dann, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob da drüben was liegt. Kann man da rüberspringen? Ja, toll. Was springst du denn da schräg? Nochmal hoch. Bin auch am Überlegen, ob ich hier einen Schnitt mache, da der Boss ja tot ist. Na, mit einer Rolle geht das auch nicht. Da der Boss ja tot ist, wäre hier ein optimaler Standort, um sich auszulocken. Na, jetzt habe ich es vergabbelt. Will er heute nicht springen? Ja, wenn er springt, dann springt er doch tatsächlich. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob da noch was lag. Mal weiter geht's hier die Treppe hoch. Oder Leiter. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Ja, mit ein bisschen Geduld, dann geht das schon. Aber ich glaube, hier oben war, wie gesagt, nichts. Ich will es trotzdem mal prüfen, weil man weiß ja nie. Auch wenn hier nichts ist. Jetzt habe ich ja schon eine ganze Weile die Bosse eigentlich immer alleine gemacht, ne?
Oh, jetzt haben wir deinen Tisch kaputt gemacht. Tut mir aber leid. Ich will aber trotzdem noch mal gucken, ob ich recht hatte. Weil, wenn ich recht habe, dann setzen wir gleich nämlich eine andere Mütze auf. Oder Hut oder wie auch immer. Oder Helm. Ja. Und hier brauchen wir wesentlich mehr Licht. Das ist die Stelle. Aber da mein Part sowieso schon vorbei ist, würde ich mal sagen, sicherheitshalber bleibe ich dann hier. Weil hier ist ganz sicher kein Gegner. Ja, und sage an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dark Souls. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst bitte mir einen Kommentar oder ein Like. Schreibt mir was Schönes. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen darüber und sage tschüss.